Was sagt das Heim-Modell eigentlich zum Thema Gesundheit? Gesundheit, Krankheit und auch einige alternative Therapieformen kann man mit ihm sehr gut verstehen und behandeln. Ich möchte einige spezielle Aspekte dieser Thematik in diesem Video für euch herausgreifen. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Es hat jetzt 10 Videos gedauert, bis wir zu diesem riesigen Modell von Burkhard Heim des Lebensprozesses kamen, inklusive des menschlichen Daseins. Das Modell ist im Übrigen noch lange nicht abgeschlossen, aber wir können schon jetzt es verwenden, um einige interessante Aspekte damit zu behandeln. Wenn wir also diese große, hierarchisch durchorganisierte Struktur haben, was sind dann eigentlich Gesundheit und Krankheit? Jede Strukturstufe organisiert ja die gewissermaßen unter ihr liegenden Strukturstufen. Dann kann es eigentlich nur 2 Ursachen für Krankheiten geben. Erstens, das Strukturprinzip, das strukturierende Prinzip ist energetisch zu schwach. Das heißt, meinetwegen ist irgendein Organ geschwächt, sei es durch Alter, sei es durch eine akute Virusinfektion. Und nun ist der Aktivitätenstrom, der die Materie des Organs beieinander halten müsste, zu schwach, um das zu vollbringen. Wenn der Gesamtorganismus jetzt insgesamt gesund ist, das heißt biologisch, psychisch und mental gesund, dann ist es überhaupt kein Problem, dass Aktivitätenströme aus anderen Aktivitäten, aus anderen Bereichen gewissermaßen abgezweigt werden können, um das kranke Organ zu unterstützen. Das bedeutet dann natürlich, in diesen Bereichen fehlen Aktivitäten, man fühlt sich eventuell schlapp, eventuell sogar krank, aber das Ganze ist ein Prozess, der einfach der Reparatur dient und der danach wieder abgeschlossen ist. Es werden also einfach Ressourcen zeitweise verlagert. Der genaue biologische oder physikalische Prozess ist dabei übrigens eigentlich völlig unerheblich. Wichtig ist daran, dass genügend Ressourcen insgesamt zur Verfügung stehen. Das ist aber nichts anderes, als was jeder Arzt, ganz gleich ob Schulmediziner oder Alternativmediziner, weiß. Wenn ein Organismus insgesamt gesund ist, der Patient insgesamt eine positive Lebenseinstellung hat, natürlich wird er dann auch schneller wieder gesund nach schweren Eingriffen wie einer Herzoperation oder einer Chemotherapie. Das zweite Prinzip. Der Organismus ist energetisch vollkommen gesund, aber es treten Fehler in der Steuerung auf einer übergeordneten Ebene. Und die hat Auswirkungen auf untergeordnete Ebenen. Das ist bestens bekannt unter dem Begriff Psychosomatik, wobei man es im Burkhard Heim-Modell noch ein bisschen weiter fassen kann. Es ist ja eigentlich Allgemeinwissen, unbewusste Ängste, Konflikte, Traumata, die können regelrecht organische Schäden verursachen. Und dann kann man an den Symptomen herumdoktern, so viel man will, das Grundproblem bleibt bestehen. Auch eine Lebenssituation kann krank machen. Etwa, wenn jemand einen Beruf hat, der ihm keine Freude macht oder eine Beziehung, die für ihn toxisch ist. Auch solche Situationen können natürlich gemäß dem ersten Prinzip kompensiert werden, wenn jemand zum Beispiel Freizeitaktivitäten nachgeht, in denen er seine Aktivitäten potenziell wieder aufladen kann. Das kann lange Zeit gut gehen, es kann auch irgendwann zu Ende sein. Alle körperlichen Regelungsmechanismen sind in so einem Fall eigentlich vollkommen intakt. Sie werden nur von der psychischen Instanz gewissermaßen gegen die Homöostase des Gesamtorganismus verwendet. Homöostase, das vollkommene Ausgeglichensein und Lebensglück. Die Ursache einer Erkrankung, die kann also auf jeder dieser Ebene liegen. Und einen guten Arzt oder Therapeuten erkennt man vor allem daran, dass er nicht gleich bei jedem Patienten seine gewissermaßen Lieblingsdiagnose stellt, sondern nichts ausschließt und alle Möglichkeiten in Betracht zieht. Das gilt genauso auf der Seite des Patienten natürlich. Jeder Laie hat heute teilweise ziemlich festgefügte Vorstellungen davon, wie seine Krankheit am besten behandelt werden müsste. Wenn man krank ist und gesund werden will, dann darf man gar nichts ausschließen. Weder Homöopathie noch Gentherapie. Und Impfungen können langfristig genauso zur Gesundheit beitragen wie der Verzicht auf Alkohol. So viel in aller Kürze zu den Mechanismen, die im Körper ablaufen können. Nun bietet das Heim-Modell Erklärung für einige alternative Therapieformen. Da möchte ich zunächst mal über die Homöopathie sprechen. Ihr kennt
Bestimmt das altbekannte, die altbekannten Argumente der Skeptiker, ja, es ist ja gar keine Substanz in diesem Globuli, da kann ja überhaupt nichts wirken. Und das Ganze unterscheidet sich ja überhaupt nicht vom Placebo-Effekt. Natürlich ist in diesem Globuli keine Substanz mehr drin, rein rechnerisch. Aber im Heimmodell ist Substanz auch immer an Struktur gebunden. Und diese Struktur, die ist ja das, was wirkt. Wir haben gelernt, Struktur, die kann auch unabhängig von ihrem materiellen Träger bestehen oder von überhaupt einem materiellen Träger. Wenn es also möglich ist, eine Struktur von ihrer ursprünglichen Trägersubstanz gewissermaßen losgelöst zu übertragen, vielleicht auch etwas zu verfeinern, dann kann diese Struktur auf einem anderen Träger natürlich auch weiter wirken. Nichts anderes passiert aber bei der Herstellung von homöopathischen Arzneimitteln. Durch dieses sehr sorgfältige Verschütteln wird offenbar genau das bewirkt, Struktur wird übertragen von ihrem ursprünglichen Träger auf einen neuen Träger. Ganz Ähnliches geschieht auch bei der Bioresonanz. Da ist der Träger meiner Struktur ein elektromagnetisches Feld. Das elektromagnetische Feld macht im Grunde nichts, aber es überträgt eine Struktur. Man hört dann oft so Vokabeln wie Feinstofflichkeit, feinstoffliche Schwingungen, Informationsfelder. Im Sinne von Burkhard Heim ist das Struktur. Ich finde auch, da Heim das einzig wirklich stichhaltige und insgesamt logische Modell zu diesen Phänomenen liefert, sollte man sich ruhig angewöhnen, von Struktur zu sprechen. Die anderen Begriffe meinen zwar dasselbe, aber da sie oftmals etwas spekulativ im luftleeren Raum aufgehängt sind, sind sie nicht ganz so stichhaltig erstens und außerdem auch leichter angreifbar. Das Heim-Modell liefert einfach eine sehr solide Argumentationsgrundlage, um dann auch mit Kritik umzugehen. Dass sich die Wirkung homöopathischer Arzneimittel in vielen Doppelblindstudien als unwesentlich verschieden vom Placebo-Effekt erwiesen hat, das ist auch leicht verständlich. Wir haben hier Strukturen, die wirken auf der Ebene der Psyche, also auf Ilko-Strukturen. Und hier können sowohl fremde Strukturen abgeblockt werden, sie können positiv verstärkt werden, sie können sogar unter Umständen komplett autonom imaginiert werden, ohne dass sie überhaupt zugeführt würden. Weiterhin spielen hier verschiedene Typen von physisch-psychischen Konstitutionen mit rein. Solche Typen sind bestens bekannt aus der ayurvedischen und der traditionellen chinesischen Medizin. Das ist aber genau das, was ein Therapeut bei einer Erstanamnese feststellt und danach überhaupt erst die Globuli oder in der TCM dann die entsprechenden Kräuter auswählt. Und natürlich kann man dann nicht einfach Doppelblindstudien machen. Da kommt dann nur ein Zufallsergebnis raus. Noch ein Therapieverfahren kann man ganz hervorragend erklären mit dem Heim-Modell, nämlich die Akupunktur. Wir hatten uns im Zusammenhang mit den Biophotonen gefragt, wo docken eigentlich unsere Telekosyntroklin am Körper an? Wir haben festgestellt, an der DNA. Burkhard Heim hat aber zusätzlich erwartet, dass diese Andockpunkte, metaphorischen Andockpunkte, dass die ganze Strukturzone am Körper bilden. Was heißt metaphorischer Andockpunkt? Ich zeichne das immer als diese Kanäle, die dann auch einen bestimmten Punkt am Körper scheinbar ansetzen. Das ist natürlich eine Vereinfachung, um einen komplizierten Sachverhalt zu erklären. Ein Strukturpunkt gewissermaßen kann räumlich eine ganze Zone beliebiger Form sein, in denen diese Struktur ihre Ähnlichkeitsentsprechung hat am Körper. Und genau das sind die Meridiane der traditionellen chinesischen Medizin, in Asien seit Jahrtausenden bekannt. Und dass diese Meridiane über einen nicht raumzeitlichen Prozess koordiniert sind, das konnte man sogar messtechnisch nachweisen. Das sind Wärmebildaufnahmen von einer Akupunkturbehandlung. Man sieht die Nadeln und man sieht, wie die Meridiane offenbar wärmer dargestellt sind in diesen Infrarotaufnahmen. Man kann auch sehen, dass diese Zonen nicht einfach mit irgendwelchen Nervenbahnen korrelieren. Die Arbeiten mit diesen Aufnahmen von Schlebusch und Maraj Öler waren ziemlich sensationell, denn die weisen auch wiederum direkt auf das Biophotonenphänomen hin. Nach Professor Popp können nämlich diese sichtbaren Strukturzonen nicht einfach auf Anisotropien der körperlichen Wärmeemissionen zurückgeführt werden.
die müssten wesentlich gleichmäßiger sein. Das kann nur verstanden werden, wenn man annimmt, dass eine erhöhte Biophotonemission in genau diesen gereizten Strukturzonen stattfindet. Es gibt noch eine ganze Menge spannende Phänomene im Bereich der Medizin, die man mit dem Heilmodell besser verstehen kann. Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder Themenvorschläge, schreibt mir die in die Kommentare. Ich gehe dazu gerne in weiteren Videos darauf ein. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, habt den Kanal abonniert und freut euch auf weitere spannende Phänomene in den nächsten Folgen von 6 Dimensionen in Farbe.